Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Platin-Video. Ja, mir ist aufgefallen, wo ich die Videos zu, was, wie hieß das, Break, hier, nee, Road-Dingsbums hier gemacht habe, dass ich dazu gar kein einzelnes Video gemacht hatte. Das hatte ich mal bei einem Livestream, wo wir innerhalb von 7 Stunden in Bibi Blocksberg wart, glaube ich, Bibi und Tina, Platin gemacht haben, und da hat mich das dann so abgefuckt, weil es mit den Rennen nicht geklappt hat. Dann habe ich das drin gemacht und habe da mal schnell Platin gemacht. Deswegen werden wir das mal schnell in Angriff nehmen. Das ist auch im Prinzip. Ach Mensch, jetzt habe ich es gestartet. Ich wollte es nicht starten. Das ist im Prinzip auch gar nicht mal so schwer, da Platin zu bekommen. Zeig euch mal die Trophäen. So, hier haben wir die Platin-Trophäe. So. Lass dich von einem Mini-Wolf üben. Setze einen Korb-Brush auf einen Wolf ein. Da müssen wir einen Korb werfen. Ganze ein. Wähle einen Gegner mit einem Baumzwerg. Okay. Und dann haben wir hier noch. Tritt zweimal den gleichen Kopf. Also da müssen wir den gleichen Kopf zweimal treten. Töte einen Gegner mit einer Rakete. Lass die Tutorial-Ballons in weniger als 10 Sekunden platzen. Und dann hier ist einfach nur 250 Wölfe töten, 500 Wölfe, 700.050. Und für die getöteten Wölfe kriegt man auch Outfits, da kommen wir gleich noch dazu. Töte 10 Feinde mit 1-HP-Modus. Im 1-HP-Modus fange 100 Items, da müssen wir nur die Items hier runterfallen fangen. Fange 250 Items, geht eigentlich auch ganz fatz. Und hol dir einen epischen Treffer, eine epische Trefferkombo von 25. Ist alles im Prinzip machbar. Ist jetzt kein großes Hexenwerk. Da wechseln wir jetzt erstmal das Profil. Benutzerprofil wechseln, und dann gehen wir auf Österreich-Profil. Ach, bitte, müssen wir das hier erstmal wieder raussuchen. Plattform, PS4. Wenn wir das hier machen, bei installiert. Plattform, PS4. Nein, nach Alt, A bis Z. Aber mal zu weit. Findest. Ach, da ist es. Das war lauter Bäume nicht gesehen. Hier haben wir natürlich noch keine Trophäe, nix. Muss echt mal. Ich habe sonst eigentlich mit Viereck, X, Kreis und so gearbeitet. Aber ich mache jetzt hier lieber mit Steuerkreuz. Jetzt wesentlich schneller. Komm. Und das ist die erste Trophäe. Ah, shit. Den Korb brauchen wir. Da hat die nächste Trophäe. Und ob ihr sterbt oder so, das ist vollkommen Wumpe. Also ihr müsstet das alles nicht am Stück machen. Ah, shit. Ich hab den. Die Rakete nicht gesehen. Bye.
Beispiel tot. Ich habe 27 Wölfe erledigt und habe auch die Trophäe für am Stück erhalten. Und jetzt starte mit Tutorial. Wir können nochmal machen. Achso, da wusste ich gar nicht. Scheiße, hätten wir ja dann das Löschen sparen können. Ach so, warte, genau. Ah, hier, hier. Hoppala. Ja, klappt wirklich. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel gedrückt, aber naja. Ich habe eigentlich nur so lange durchgehalten mit... Wenn wir hier tot sind, zeige ich euch da gleich mal wegen den Kostümen. Und dann zeige ich euch gleich mal, warum ich jetzt so durchgehalten habe. Weil ich wollte ein Kostüm unbedingt haben. Rückzug. Hier haben wir dann nämlich verschiedene Levels, die wir noch machen müssen. Das kriegen wir aber erst freischalten, wenn wir 100 Wölfe haben. Die auch. So. Aber nicht am Stück, also insgesamt 100. Ja, wir können hier auch Modus klassisch. Wir werden jetzt mal Dead Stranding machen. Aber noch. Also hier ist der Enkel und tot. Also hier ist das natürlich semi-optimal, wenn man dann mehrere Sachen gleich machen will. Hier noch zwei Player. Das sind halt zwei Player. Können wir zurückgehen. Pick bis 100. Kämpfen. Aber ich habe da halt mehr Chancen, dass schnell Raketen kommen.
Jetzt haben wir sie. Also ihr braucht die Rakete nicht fangen oder so. Es geht nur darum, dass die Rakete, wenn sie abstürzt, halt Wölfe trifft. Und so zusammenstoßen zählt nicht, also, oder hat bei mir halt beim ersten Mal nicht gezählt. Das hat nur gezählt, wenn ich die zum Absturz gebracht habe. Streaming-Programm abgekackt? Nö. Nimmt immer noch auf. Ich hab irgendwie ist gerade bei mir alles schwarz geworden. So, wir haben jetzt insgesamt 76 von denen. Wir können jetzt auch wieder klassisch einfach normal weiterspielen. War doch aber irgendwie mit verschiedenen Klamotten, oder ist das? Krieg mich da jetzt. Also einfach immer nur hier wieder aufnehmen. Ihr müsst nicht mal was treffen, also ihr müsst einfach nur die Dinger benutzen. Kettensäge, Gummiknüppel, alles mögliche, was hier so rumliegt, was sie euch zuschmeißen. Also ich hatte eigentlich, wo ich noch gut war, also an dem Abend war ich recht gut. Da war ich sogar bei über 100 am Stück. Fehlt nicht mehr viel, dann bin ich tot. Oh Gott. Rückzug. So, wir haben jetzt 118. Dadurch haben wir jetzt natürlich das nächste Level freigeschalten. Können wir das hier nämlich machen. Klassischer Modus. Aber hier war auch eigentlich mit Klamotten. Das müsst ihr jetzt einfach hier nur durchziehen. Eiskalt. 500 Wölfe. Ah!
Der ist neu mit der. Ich glaube, das war damals nicht. In dem Level sieht es auch wirklich besser aus mit der Combo her, weil es hier mehr Gegenstände gibt. So, auf jeden Fall für 100 Gegenstände benutzt. Und ihr seht ja, es reicht einfach, wenn ihr das wegschmeißt. Jetzt nochmal den Doppelsprung, wenn die komische Glocke kommt hier. Ich bin schon bei 21 Minuten, okay. Ich habe gar nicht mehr Erinnerung, dass das so lange dauert, ey. Ich habe auch irgendwie. Ach Mann. Wenn ihr gut habt und die alle schön hintereinander liegen, dann könnt ihr hier gleich mehrere wegballern. Oh, 50. So, da war aber nicht, dass man die am Stück machen muss, die 100 oder so. Wie gesagt, ihr könnt euch hier nicht bewegen, also seid halt die ganze Zeit auf einer Stelle.
Also die 250 müssen wir auch bald haben. Gerade in dem Level hier. So, 250 Kills haben wir. So, dann haben wir das Piratenlevel. Aber ich war trotzdem noch der Meinung, dass man sich hier umziehen kann. Start, Tutorial. Wow, da war doch auch eine Trophäe. Dass man Rambo anzieht oder so war das. Darauf wollte ich doch hinaus eigentlich. Rambo. Ich muss gleich nochmal gucken. Oder das war, glaube ich, nach dem Level quasi dann erst frei mit den Kostümen, glaube ich. Ja. Komm, die 100 will ich noch voll fertig kriegen. Ich hab's nicht so schnell in Erinnerung, das letzte Level, muss ich sagen.
250 Kills. Jetzt haben wir es frei. Jetzt können wir uns aussuchen, was wir spielen wollen. Wir haben dann halt mit Schwein, Weihnachtsmann, dann den. War das schon Rambo? Ne, das war nicht Rambo hier. Da ist Rambo. Zombieschwein. Achso, da sieht man ja da den Ninja. Dann zeige ich euch mal, wir haben schon fast alles. Wir sind jetzt bei 9 von 16 Trophäen schon. Von einem Mini-Wolf. Weiß ich alle nicht mehr aus dem Kopf. Ach, mit dem Baumzwerg. Haben wir nämlich schon vergessen. Töte 500 Wölfe, töte 700, töte 1000 Wölfe. Töte 10 Wölfe im 1 HP-Modus. Also 10 Stück muss ich davon töten. Also sonst haben wir ja eigentlich alles. Nehmen wir erstmal den Weihnachtsmann. Was denn da? Und es ist egal welcher Modus, die Kills zählen so oder so, insgesamt muss man dann die Wölfe killen. Dafür die 10 Wölfe haben wir jetzt auch gekriegt. So, seht ihr? Und jetzt fehlt noch nur die, was ich von dem Mini-Wolf lieben, fehlen mit dem Gartenzwerg und dann halt hier 500 Kills, 750 Kills, 1000 Kills und sonst haben wir eigentlich alles. Ja, und dafür einfach jetzt weiter spielen. Wir gehen aber jetzt nochmal zurück. Rückzug. Zurück. Und gehen hier auf so 500 müssen wir killen. Da kann man sich das super als zum Vergleich nehmen. Also wir müssen über Rambo hinauskommen. Und bei 500 gibt es, also fehlen uns jetzt noch 100. Machen wir Sudden Death raus und machen einfach klassisch. Da haben wir halt noch ein bisschen länger durch. Im Prinzip ganz easy und ihr müsst das auch nicht am Stück machen, ihr könntet halt nach und nach machen. Also wenn euch das zu langweilig ist, jeden Tag 10 Minuten machen oder so,
Früher oder später kriegt das dann hoch, logischerweise. Was hatte ich gesagt? 100 fehlen noch. Dann kriegen wir ja beiden Kostüm. Und ihr seht ja bei den Piraten und so, da ist es wirklich, da kommen wirklich am meisten. Also wenn das denn, ihr könnt es natürlich auch im Wald machen, dann könnt ihr ein bisschen ruhiger angehen. Wir müssen im Wald nämlich auch noch den auf den Garten. Wartet im Wald, doch im Wald, glaube ich, wo wir den da aufschmeißen müssen. Das ist auf einer Astnarbe, das hält euch dann. Muss man dann halt mal gucken, dass man sie von oben erwischt. Oder halt die Fliegenden oder so. Schon ewig her, ey. So immer so vier Fliegen wie möglich. Auch mit den 200 Gegenständen. Seht ihr ja, das kommt ganz easy. Ganz easy. So. Und wie gesagt, ihr habt da wirklich die meiste Chance, halt viele Kills in kurzer Zeit zu machen, weil hier halt viele kommen. Aber Nachteil ist, wenn euch halt der mit dem Baumstamm fehlt, dann müsst ihr danach ewig noch weitermachen, wenn ihr alle habt. Deswegen werden wir nämlich als nächstes gleich wieder. Hoppala. 500 Kills. Rückzug. Zurück. So. Kills gesamt. 316. Wie gesagt, 316 bei mir. Kills gesamt. 500 noch was. Nee, egal. Wir machen jetzt mit dem und gehen dann halt hier zurück und. Nochmal was. Santa. Jetzt werde ich auch mal auf die Playstation von meiner Tochter runterladen, dann kann die da auch gleich mal demnächst mal sich Platin in Angriff nehmen. So, und jetzt war hier oben die Astgabel. Mensch, Gatter. Also links von mir, da wo der Beil gerade hingeflogen ist, da muss der rauf. Wenn ich mich recht erinnere, Mensch, Vater. Ah, shit. Die Rakete, die ist in der richtigen Höhe. Die muss man nur vernünftig erwischen, damit der Ruffel schleudert wird. Damit die
Den Mini-Wolf muss ich noch... Ach Mann, jetzt ist die Rakete schon wieder durch. Mensch, wieso habe ich mir jetzt ein Tutorial gemacht? Ah, shit. Muss her. Wieder nicht. 42 Minuten schon, ey. Kurz meine Finger ausruhen. So, und weiter geht's. Wir haben es ja fast geschafft. Dann gucken wir mal, haben wir denn jetzt hier schon noch nicht. Oh Mann, noch so viel. Also wir müssen nämlich auf im ersten Level jetzt erstmal mit dem Baumzwerg machen. Jetzt haben wir's. Und jetzt können wir einfach alle killen. Dann können wir nachher auch gleich wieder das andere Level machen, wo mehr Wölfe kommen. Aber jetzt haben wir eigentlich das Wichtigste erledigt. Jetzt wird nur noch der Mini-Wolf. Aber ich kill die halt immer zu schnell. Ich muss da... Da ist er. Jetzt haben wir ihn. Ihr müsst einfach nur an euch rankommen lassen. Dann klebt er an eurem Rücken und dann habt ihr das alles schon. Und dann empfehle ich euch, wenn ihr alle Levels habt, einfach immer den Piratenlevel machen. So, jetzt sind wir tot. Rückzug. Danke euch, das zeigen. So, wir haben 88%, uns fehlen noch 3 Trophäen, eine davon ist Platin. Platin fehlt uns noch. Und dann natürlich hier 750 Wölfe killen und 1000, sonst haben wir alles gemacht. Und dafür, und wir sind jetzt bei 644 insgesamt, gehen wir natürlich auf dieses Schiff. So. Und dann killen wir einfach hier wahllos drauf los. Das ist halt das Langwierigste eigentlich, zu diesem Level zu kommen. Mit dem den Wolf da auf den Baum aufzuspießen. Das ist halt eine nervige Angelegenheit, aber sonst einfach nur prügeln. Wir
brauchen auch nicht mehr Gegenstände drauf achten, aber mit den Gegenständen, die helfen uns halt dabei, die Wölfe lange genug auf Abstand zu halten. Und umso länger wir leben, umso mehr Punkte. Und dann haben wir weniger Ladezeit, weil wir hier im Level sind und halt nicht im Menü sind und dann wieder ins Spiel reingehen müssen. Dann hier das alles ein bisschen schneller. Aber euch tun irgendwann die Finger weh. Also nicht so schlimm wie bei Mario, wenn man hier mehrere Knöpfe drückt, aber schon. Und am Anfang gleich gut Punkte macht, dann kommt er auch schneller voran. Aber ich bin halt hier nicht mehr drin gewesen. Also im Schnitt soll es eigentlich möglich sein, so in etwa einer halben Stunde angeblich wohl Platin zu machen. Wichtig halt die lange genug von einem fernzuhalten. Wenn sie schön weit weg sind, können sie ihn nicht treffen. Ah ja, 106 haben wir schon. Vielleicht kriegen wir ja schon gleich die 750er Trophäe. Noch ein bisschen durchhalten. Da ist die 750er Trophäe. Rückzug. Ah. Den immer noch um die 60. Ich habe gar nicht geguckt, wie in den anderen Kostümen, da kriegst du ja auch, wenn du so eine Sache, wenn du Bomben benutzt und die ganzen Gegenstände benutzt, kriegst du ja auch noch Trophäen. Ja, wir machen halt hier eine Runde hier. Für den haben wir immer noch nicht genug, da fehlen noch 20. So, aber hier, ach naja, hier 2000. Uff,
Kraft der 430. Da 420. Ach Mann, ich drücke immer was da rum hier. So, jetzt haben wir das Captain Schwein. Da fehlen uns noch ein paar. Ninja Schwein haben wir. Sailor Moon haben wir auch. Aber erstmal Pirat. Insgesamt auch hier noch 100. 120. 110. Mal den Durchhang, dann haben wir es. Wenn wir gut sind. Thank you.
Ich glaube, beim letzten Mal, da hatte ich nicht mal so schnell Platin. Da habe ich noch ewig gemacht, wegen Rambo, und hatte noch gar kein Platin. Wir machen jetzt hier noch die 10, 20 Wölfe und dann haben wir die Welt. Nein, Weg bei, bei über einer Stunde bei dem Video. Ach, das ist eigentlich. Also in Erinnerung habe ich eigentlich, dass es eine schnelle Trophy war. Aber die Erinnerung kennt er ja. Die kann trügen. Schon die Pfoten weh. Ich könnte mich jetzt noch töten lassen, aber ich will mich nicht töten lassen. Jetzt haben wir's. Und Platin. Aber Rambo immer noch nicht freigeschalten. Aber Zombieschwein haben wir. Puh, dann kann man das Spiel schon mal schließen. Und wir haben alle Trophäen. Dann mal synchronisieren, sicherheitshalber. So, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich habe es halt kürzer in Erinnerung, aber wenn ihr besser seid und schneller seid und am Anfang nicht diese Luschenrunden habt wie ich, dann sollte das eigentlich auch schneller gehen. So in einer halben, dreiviertel Stunde, denke ich mal, ist da Platin möglich. Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.